ich nicht leben. Ich habe gesagt, du kannst einen Rechner. Ja, das wissen wir ja, aber trotzdem schön, dich hier zu hören. Hört man mich gut, ja? Es geht, ist okay. Du bist ein bisschen stumpf, ein bisschen leise. Ansonsten geht es. Ja, das Problem ist, ich bin halt bloß am Handy online. Warte. Ja. Egal, schick mal was von dir zu hören, Mann. So, ist es jetzt besser? Ja, es geht, fehlt manchmal stetig auf jeden Fall. Das passt schon, ja. Naja, solange ich nicht abgehackt bin, ist alles. Ja, richtig. Kann aber sein, dass ihr jetzt viel Hintergrund. Es kann aber sein, dass ihr jetzt viel Hintergrund-Action mitbekommt. Ach ja, passt schon. Hauptsache, wir hallo! Erstmal meine Anlage muten. Ach, wenn man da kommt, wenn man die Scheiße mit ihm gehen würde. Ein Kollaps hier. So, jetzt aber. Moin, moin. Was ist denn los bei deinem PC, Rainer? Ach, ich weiß nicht genau, was es ist. Ich gehe davon aus, dass es das Netzteil ist. Mhm. Mein Rechner ist ja fast immer an. Okay. Auch über Nacht und so. Und ich bin halt irgendwann letzte Woche aufgewacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann es war. Das war der Tag, wo ich das Video hochgeladen habe. Ich hatte auf meinem Hauptkanal so ein kleines Story-Video hochgeladen, was ich übers Handy gemacht habe. Und an dem Tag ist es quasi passiert. Da ist irgendwie aus irgendeinem Grund der Rechner abgeschmiert. In der Nacht, als ich geschlafen habe. Und ja, es war halt hart assi, weil als ich am Morgen aufgewacht bin, war der Strom weg. Und ich denke mir halt erst einmal soweit nichts. Dachte halt so, ja, vielleicht Stromausfall, vielleicht wurde es irgendwie von der Energie abgestellt oder so. Die machen ja manchmal so Wartungsarbeiten, wo der Strom für Zeit abgestellt wurde. Vielleicht habe ich es nicht mitgekriegt oder so. War aber anscheinend dann letzten Endes doch nicht der Fall. Sondern es war tatsächlich letzten Endes so, dass der Strom abgestellt wurde. Es war letzten Endes so, dass das Netzteil kaputt war. Zumindest gehe ich davon aus. Weil als ich den Rechner einschalten wollte, hat halt nichts funktioniert. Ja, das klingt. Er hat nicht reagiert, er hat gar nichts gemacht. Ich habe immer noch Schiss, dass vielleicht noch andere Teile kaputt sind. Das schließt das eine ja nicht aus. Wenn zum Beispiel ein Netzteil Überspannung hatte, kann es ja am Ende auch sein, dass andere Teile vom Rechner in Mitleidenschaft gezogen wurden. War das ein Billigteil? Auch wenn das Netzteil... auf gar keinen Fall. Das war Teil meines damaligen 6.000-Euro-Rechners. Aber das ist halt das Problem daran. Es ist halt ein uraltes Netzteil gewesen. Ja, aber wenn das Netzteil ist 9 Jahre alt. Aber wenn das... Ja. Also wenn das... Genau, wenn das ein Marktnetzteil ist... Ja, normalerweise dürfte es eigentlich vor Überspannung so ein Stuff gesichert sein. So, klar kann es kaputt gehen, keine Frage. Aber wenn das kein Billignetzteil war, ja, ich kaputt halt ist, dann geht es eigentlich fit. Ja, ich habe halt Schiss jetzt im Moment, weißt du. Das hat jetzt damit nichts zu tun, ob so ist oder nicht so ist. Nee, verstehe ich schon, alles gut. Weil ich kann es ja nicht überprüfen, ist das Problem. Weißt? Also wenn ich es überprüfen könnte, wäre es so eine Sache, aber ich habe halt kein Ersatznetzteil da. Sowas hat man ja im Normalfall nicht. Netzteile gehen ja im Normalfall nicht kaputt. Die verrecken ja im Normalfall nicht. Normalerweise ist das Letzte, was am Rechner verreckt, zumindest meiner Erfahrung nach, ist das letzte das Netzteil. Im Normalfall. Alles andere überlebt und alles andere geht drauf und das Netzteil stirbt. Am Schluss. Irgendwie. Also ich glaube aber, ja. Ja, sprich. Also ich denke, wenn das kein Billignetzteil war, jetzt das Netzteil ist kaputt, klar, es kann was passiert sein, aber ich vermute mal, es wird nichts passiert sein. Also ich denke mal, die anderen Teile werden heile bleiben. Ja, ich gehe auch davon aus. Genau, darum geht's quasi. Deswegen. Du bist quasi jetzt so, dass du deinen PC gar nicht abschalten kannst, oder wie? Ich gehe davon aus. Ja genau, er reagiert halt absolut null, ne? Okay. Ja, ich gehe davon aus jetzt, dass ich, es geht ja davon aus, dass es ein Netzteil war, was verreckt ist nach 9 Jahren. Es war ein paar Jahre lang nicht im Gebrauch und dann habe ich es wieder, als ich den Rechner hier zusammengebaut habe, habe ich mir damals halt kein Netzteil gekauft. So. Und ja. Ja, und meine Freundin hat mir jetzt halt Netzteil bestellt. Oder besser gesagt, eine meiner Freundinnen hat mir ein Netzteil bestellt. Eine von den beiden und
750. Also ich habe 700er drinnen. Aber wenn ich sowieso ein neues brauche und Überspannung und so weiter, dann habe ich immer 750 jetzt bestellt. 80 Euro kostet es, 90 Euro. 90 ungefähr. Euro? Das ist aber teuer, ne? Ich finde das viel. Wegen Corona sind die Preise voll hochgegangen. Ja, ich glaube Corona und die neue Nvidia-Reihe, ne? Sind das nicht beides Gründe gewesen? Wahrscheinlich. Ja, aber ich finde 90 Euro für ein Netzteil geht eigentlich. Das, was drinnen ist, hat damit 130 gekostet. Also, weiß nicht, also ich bezahle für Netzteil nicht mehr als Fofi eigentlich, aber gut. Ja, ist doch egal, Hauptsache sein PC läuft irgendwann mehr. Ja, klar. Ja, also das 750 jetzt auch, das, was jetzt drin ist, das 700er, das hat jetzt nicht ganz so viel Auslastung gehabt, schätze ich mal. Aber, ja. Wir vermissen dich, Drogen, wir brauchen dich. Wir haben dich ja, vermisst. Dann brauche ich halt ein Netzteil. Anders geht's nicht. Am Mittwoch ist da, glaube ich, hast du gesagt, ne? Ja, eigentlich ist es am... hätte jetzt schon am Samstag kommen sollen. Das Geile ist, wir hatten erst eins, das hätte am Samstag kommen sollen. Quatsch, erst hätten wir welche gehabt, die hätten am Freitag kommen sollen. So, ne, ganz witzig. Mhm. War mir aber zu spät. Also, haben wir geschaut, dass wir eins herkriegen, was wir Samstag bekommen. So, alles klar. Ja, und jetzt hat sich herausgestellt, obwohl es eigentlich für Samstag bestellt war, schaffen sie es nicht früher, es zu liefern, also kommt das Ganze erst am Sekunde, ich bin hier gerade am Zocken nebenbei. Jetzt kommt es erst am jetzt kommt erst am Mittwoch. Voll ärgerlich. Weil eigentlich war es ja bestellt für Samstag, weil ich halt gedacht habe, ja, möglichst schnell halt so, wären bloß 2-3 Tage gewesen, ja, von wegen. Was ich jetzt noch gerne hätte, um ein bisschen die Zeit zu überbrücken, wenn jemand mich unterstützen will, besorgt mir mal ein paar ein paar Switch-Guthaben, dass ich mir das beknackte Animal Crossing holen kann. Animal Crossing? Ja, ich will mir das Animal Crossing holen, aber das ist mir zu teuer. Ich hätte zwar jetzt ein bisschen Kohle auf meinem Nintendo-Account. Ich wollte eigentlich warten, bis es billiger ist, aber keine Chance, Alter. Nintendo-Spieler verlieren echt wenig. Ja, leider. Ja, naja, gut, was heißt leider? Auf der einen Seite ist es gar nicht schlecht, weil es zeigt halt, dass Nintendo sich das leisten kann und dass es halt gut ist. Das ist ja nicht schlecht. Das ist eigentlich letzten Endes gar nicht verkehrt. Das Problem ist halt, wenn man die Kohle nicht hat. Also nachher brauchst du das Netzteil noch 60 Euro. Ich habe das Netzteil gar nicht bestellt. Meine Freundin hat es bestellt. Also eine meiner Freundinnen. Wo hat sie das bestellt? Auf Amazon. Ach, warum? Nee, weil ich habe mit einigen Anbietern ganz gute Erfahrungen gemacht und Amazon hatte ich schon öfter mal, dass da irgendwie, weil das immer über Drittanbieter läuft, die Lieferung immer scheiße war. Ich hol's nur bei Internet. Direkt Amazon. Ja, genau, da hole ich's auch. Das ist direkt bei Amazon. Und ich habe bisher bei Amazon keinerlei Probleme gehabt. Also es ist auch direkt über Amazon, wird es auch bestellt tatsächlich. Also geschickt und alles. Achso, läuft nicht über irgendeine andere Firma, die es nur über Amazon vertreibt. Nope. Nee, dann ist er noch. Nee, ich achte da drauf, weil ich normalerweise ja Sachen geschickt bekomme so. Und wenn ich ja Sachen geschickt bekomme, muss ich immer gucken, wenn das auf der Amazon-Wunschliste ist beispielsweise, dass ich das halt auf den entsprechenden aufs Maul, du Sau, aufs Maul. Bisschen Nintendo zocken. Ja, jedenfalls muss ich halt immer darauf achten, dass ich halt vergesse, was ich sagen wollte. Scheiße, wo waren wir gerade? Ja, mich greift hier so ein riesen fettes Viech an, während ich hier mit Bayonetta durch die Welt fliege. Du warst irgendwie bei Anime Crossing oder so? Egal, die Kiste ist voll auf. Anime Crossing waren wir schon weiter. Was ist übelst laut? Mein Controller, oder was?
Hä, nee. Hör mal. Ah, okay. Ja, wie auch immer, jedenfalls, ich habe echt Farben verloren. Wovon hatten wir gesprochen gerade? Netzteile? Ne, Netzteile waren wir ja eigentlich schon fertig, dachte ich. Amazon-Händler. Es ging, glaube ich, darum, wegen der Wunschliste irgendwas. Ja, ach, keine Ahnung. War wahrscheinlich nicht so wichtig. Ja, alles gut. Ja, jedenfalls, ja, Animal Crossing würde ich echt gerne mal probieren und zocken und so. Ich habe ja vor allem, ich habe ja noch nie in Animal Crossing gezockt, ne? Also weder die alten Teile noch die neuen Teile. Ja, noch nie. Ich bin immer der Meinung gewesen, dass das eine schlechtere Variante von Harvest Moon ist. Da ich aber grundsätzlich jemand bin, der sich Sachen anschaut, bevor er darüber urteilt. Und das im Sinne von auch sich selber das anschauen und zocken oder so. Mir gedacht, das wäre doch eigentlich eine ganz coole Idee. Guten Abend. Moin. Guten Abend. Moin. Also du hast noch keine Ahnung zu Animal Crossing oder so? Ich habe davon überhaupt keine Ahnung, das ist komplett blind für mich. Ach so, ihr könnt euch aber übrigens freuen, auch wenn ich aktuell ja keinen, wenn ich keine Möglichkeit habe, es zu bearbeiten. Ich habe bereits aufgenommen, das Video für wie sagt man? Na? Dragon Monday? Nächste Musikvideo? Nee. Nee, wobei ich da momentan an einem anderen Song arbeite. Nee, wenn ihr mich mal aussprechen lasst, dann kann ich euch auch erzählen auch. Nee, ich habe das neue Video aufgenommen fürs Gebastel von dem anderen Auto. Nice. Das habe ich vor ein paar Tagen, das habe ich einfach am Wochenende dann einfach mitten in der Nacht habe ich das dann gemacht. Nice. Also einfach aufgenommen und nebenbei ein bisschen Hörbuch gehört. Das könnt ihr euch also darauf verlassen, dass das eher was ist, wo dann beschleunigt gebaut wird. Du, sieht man dann genug, wenn es dunkel genau ist? Oder hast du einen Scheinwerfer dafür gehabt? Hä, wie es dunkel ist? Du hast gesagt, natürlich du hast aufgenommen, wenn es dunkel ist. Oder ich habe aufgenommen, wo es Nacht war, habe ich gesagt. Ja, ich habe in der Nacht aufgenommen, sprich Tageszeit. Na, da, wieso soll das da dunkel sein? Ich bin doch im Haus gewesen. So ein Schwachsinn. Außerdem hat er rein auch Softboxen dadurch, ne? Ja, würde ich wohl meinen, ne? Da kann man im Winter auch als Heizung nutzen. Das hat man auch nach 7 Jahren eben drauf, so deswegen, das sollte kein Problem sein. Ah, ja. Ja, 9 Jahre sogar. Ja, 7 Jahre sind nur die Hater. 9 Jahre mache ich aber schon YouTube. Boah, fahr ich an Blödsinn. Was? Gibt's denn jetzt? Mal eben gucken, wer mich schon wieder anschreibt. 1 oder 2? Was, 1 oder 2? Ja, Freundin, 1 oder 2? Weder noch. Ah, okay. Bist du eigentlich mal zufrieden mit deinem neuen Handy? Was mit meinem neuen Handy? Ob du zufrieden bist mit dem? Oder immer noch? Natürlich. Gut. Ich hab auch neues Handy, ich habe jetzt ein iPhone geholt, bin damit auch todeszufrieden. Das neue? Nee, ein XR habe ich mir geholt. Also dafür war ich dann doch ein bisschen zu arm für das neue. Das ist echt ein nettes Handy, muss ich schon sagen, bin ich echt zufrieden mit. Ich habe mir vor kurzem das Motorola G9 geholt. Ich hatte das G6 vorher, eigentlich macht Motorola richtig gute Handys, muss ich sagen. Ja, das G7 ist mir vor kurzem kaputt gegangen. Ist ein Mittelklasse-Handy, oder? Ja, das G9 ist ein Mittelklasse-Handy. Aber ich muss sagen, die machen in dem Preissegment echt gute Sachen. Also ich finde es auch super. Vor allem finde ich das Android von denen ziemlich clean. Das geht echt fit. Ich habe mein G7 weiter genutzt, aber der Lehrling ist mit dem Auto drüber gefahren. Ja, voll Idiot. Der Wichser. Ich hätte ihn fast zusammengeschlagen. Will ihn mal ersetzen lassen. Das muss er mir auch zahlen, bloß hat er gerade kein Geld. Lass dir blaue Schokolade. Naja, gut, das ist der Lehrling, ne?
Ja, ein Lehrling, wo es sein drittes Auto schon gegen die Wand gefahren hat. Der ist kein guter Autofahrer. Oh Mann. Da kenne ich aber auch ein paar. Angefangen bei den ganzen Vollpfosten, die bei mir immer vor der Haustür vorbeifahren. Wieso? Passiert hier irgendwas? Nee, ja, das darf man nicht. Hier ist anwohnerfrei. Ah, okay, ja. Ich weiß, ich kann mittlerweile schon gar nicht mehr erzählen, wie viele Hater hier durchgefahren sind. Wobei, da würde ich nicht unbedingt sagen, dass derjenige ein schlechter Autofahrer ist. So, das ist ja, der hat denn dann schlechte Augen. Das ist ja gezielt provoziert, so, von daher weiß ich. Was hat das Ziel fokussiert? Das hat einfach damit zu tun, dass man sich nicht an die Verkehrsordnungen hält. Punkt. Ja, aber ist er deswegen ein schlechter Autofahrer? Moin. Ja, klar. Naja, ich weiß ja nicht. Weil er schlechte Charakter Autofahrer. Das hat das gar nicht so zu tun. Es ist ja. Wenn man einen Führerschein macht und sich nicht an Regeln hält, ne, dann ist man in meinen Augen ein schlechter Autofahrer. Ja, weil die Autofahrregeln, man macht ja nicht umsonst den Führerschein. Da hast du zwar recht, so, aber du, ich finde, man darf da, es gibt ja auch einige Straßenverkehrsregeln, so, wenn man die, also klar, wenn man irgendwie da jetzt irgendwie mit 120 die Stadt fährt, würde ich es auch nicht sagen, boah, kranker Fahrer, so, das ist halt, ja, nee, man kann es nicht gleichsetzen. Ich würde es nicht mit Autofahren gleichsetzen, dass, ob man gut oder schlecht ist, Verkehrsregeln schwierig. So. Also, ich blinke bei abknickender Vorfahrt, ich blinke, wenn ich aus dem Kreisverkehr rausfahre, das sind alles Sachen, die viele nicht machen. Und der Schulterblick? Ich blinke, wenn ich abbiege, ich mache Schulterblick, logisch. Wenn ich keinen Schulterblick mache, sicher nicht. Oh, das habe ich mir, das mache ich schon lange nicht mehr irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie abgewöhnt. Ich gucke in den Seitenspiegel und dann, wenn es schlecht zu sehen ist, dann gucke ich nochmal im Rentner. Das ist die Schuld vom Fahrrad. Was machst du, wenn jemand im toten Winkel ist? Ja, ich sage ja, wenn ich mir unsicher bin, dann gucke ich auf jeden Fall, ja sowieso, aber wenn ich alles im Blick habe, dann, ja, ich sage mal, bei Strecken, die ich sowieso nicht gut kenne, da... Du meinst, wenn du glaubst, dass du alles im Blick hast? Ja, gut, so kann man es auch sehen. Weil du irgendwann schaust du mal nicht und überfährst jemanden. Und dann? Ja. Dafür gibt's eine Versicherung. Dann ist vorbei. Ja, da fährst du nochmal drüber und dann. Wenn jemand einen Zampf fährt, gibt's keine Versicherung, glaub mir. Wenn man halt einen Vorsatz macht, stimme ich dir zu, aber wenn es versehentlich passiert, haftet die Haftpflichtversicherung. Hey, wenn du keinen Schulterblick machst, dann ist es vorsätzlich. Tatsächlich. Weil dafür macht man ja einen Führerschein. Dafür lernt man ja in der Fahrschule. Scheiße, damit aufgepasst. Warte mal kurz. Dann ist das fahrlässig, ehrlich, aber nicht vorsätzlich. Du Drache, wir sind doch alle Menschen und jedem Mensch passiert auch mal ein Fehler. Das ist doch menschlich. Ja, aber solche Fehler kann man vermeiden. Dafür macht man einen Führerschein. Das stimmt. Es gibt doch irgendeinen. Mensch ist kein Computer, der macht mal Fehler. Es ist schlimm, aber es passiert leider. Selbst bei einem guten Autofahrer kann mal was passieren. Ja. Mir passiert das ja, immer, dass bei mir die Reifen durchdrehen, wenn ich losfahre. Ja, die Karre hat einfach viel zu viel PS. Aber ein guter Fahrer achtet eben drauf, Punkt. Und da braucht man gar nicht bloß drüber diskutieren. Gebe ich dir recht. Schaffe ich das jetzt? Oh, das wird knapp. Was machst du? Ich wollte auch noch einmal Hallo sagen, weil ich dazu benötigt werde. Es ist Bayonetta 3. Es gibt doch irgendein Land, wo es doch, glaube ich, von der Gesetzeslage her sinnvoller ist, wenn man jemanden überfährt, ihn wirklich sicherzustellen, dass er totgefahren wird. In irgendeinem Land ist das wirklich so. Dann siehst du ganz oft dann Videos, wie derjenige, der noch einen Rückwärtsgang einsetzt. Ach so, ja, das ist in... Sag schnell, ich glaube, in Indien ist das so. Ja, dann... Weil das billiger ist, das geht wirklich ums Geld. Weil wenn du eine Person dein Leben lang bezahlen musst, damit die, also quasi, die gepflegt wird und so, du müsstest ihm dann ja ein Leben lang irgendwas zahlen. Irgendwie ist das da so... Ist das billiger für die einmal tot zu fahren, blöd gesagt, dann musst du einmal eine Strafe zahlen und das war's, als dass du dein Leben lang dich um den kümmern musst, sozusagen.
Ich glaube, das war ein Indien. Ziemlich nett. Ja, aber da liegt es daran, dass die keine Gesetze, was Indien ist halt ein Kackland. Indien ist ein richtiges Kackland. Das hat damit nichts zu tun. Es geht einfach schlicht und ergreifend darum, dass in Indien eben sowas, wie auch in den USA beispielsweise, da hast du einfach keine Gesetze, dass du eine Versicherung brauchst, eine Lebensversicherung oder sowas in die Richtung. Richtig, und daran liegt es. Ich finde es gut, wenn sich jeder freiwillig versichern sollte und nicht gezwungen wird. Ja, und dann das sortiert die Idioten aus. Was, du reine, du würdest eine Versicherung abschließen. Hallo? Nee. Was? Ich nicht. Das hat nichts mit Idioten zu tun. Das liegt an einer finanziellen Situation. Meinst du? Natürlich. Es gibt genug Leute in Ländern wie die USA oder so, die aufgrund dieser Aktionen Ding geworden sind, obdachlos und alles, weil die sich einfach die Krankenhausrechnung nicht bezahlen oder nicht leisten haben können. Und auch auf Versicherung konnten die sich nicht leisten, weil Versicherungen da freiwillig sind und die sind so teuer zum Teil. Anders als bei uns, wo du eine staatliche Versicherung hast, wo du eine brauchst, da ist es ja nicht staatlich, da ist ja alles, was du machst, ist da ja eine normale Versicherung. Und dadurch, dass das keine staatliche ist oder so, oder auch keine staatliche Unterstützung kriegst, wenn du arbeitslos bist, ja, der Oger bist du oder ich, wenn du aufhörst, da hast du das Problem, dass es nicht funktioniert. Ja, das fehlt in den USA, dass der Staat selber eine Versicherung hat. Ich glaube, ich will in Indien erstmal anfangen, überhaupt Straßenverkehrsordnung einzuführen. Das ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Stimmt schon, aber so Sachen wie Anschnallpflicht würde ich trotzdem nicht einführen. Warum nicht? Rammelt dir einer hinten drauf? Hast du die Arschkarre? Alter, wer kraust denn da so rum? Ich bin am Handy und grausche nicht so viel mit meinem Handy rum. Also was ist denn da los? Das hatte schon ziemlich schlimm, Mann. Okay. Du bist ein wenig dumpf. Ja gut, wisst ihr was? Ich bin ein wenig dumm. Was bist du denn, du Hurensohn? Dumpf! Verpiss du Hurensohn, du fettes Schwein! Hau ab! Rainer, ich habe gesagt, die Leute mal Ton... Habe ich. Rainer, ich habe gesagt, dein Ton wirkt ein wenig dumpf. Ja, dumm ich auch. Nein, hat er wirklich gesagt. Nein, er hat dumpf gesagt, nicht dumm. Ich könnte mich am Arsch lecken, wisst ihr was? Warum bin ich überhaupt hier reingegangen? Ich habe echt keinen Bock, mich mit euch den ganzen Tag abzustrangeln, ey. Sobald mein Rechner wieder geht, den Discord wieder einfach löschen, oder? Ja, dann mach das. Jedes Mal, wenn ich hier reinkomme... Wenn das für richtig hält? Halt die Fresse, du Fotze. Ich rede gerade. Ganz ehrlich. Ihr könnt nicht einmal andere Leute ausreden lassen. Das ist so eine Sache, die mir tierisch auf den Sack geht. Ganz ehrlich, könnt ihr schon mal darauf einstellen. Ich denke, ich werde den Discord zumachen. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Und dann mag ganz ehrlich... Nee, hier ist ein Scheißverständnis. Ich rede doch gerade immer noch! Wenn es für richtig hält, dann lösche es halt. Wisst ihr, ihr könnt euch darauf einstellen, dass ich den Discord lösche, wenn ich wieder da bin, wenn der Rechner wieder geht. Weil ich habe die Schnauze echt voll. Das ist jedes Mal dasselbe. Entweder werden Sachen veröffentlicht, man wird Oger genannt oder sonstige Scheiße und dann kommen immer so hirnlose Türtypen. Ja, und was ist, bist du dann, wenn ich ein Oger bin? Ich bin als Oger, als dummer Sonderschüler, habe ich mehr erreicht als deine ganze Familie und deine Existenz. Und dann? Wie, nee. Was bist du denn? Du bist irgendein Lutscher, der im Internet anonym andere hatet. Wahnsinn, du hast mit Sicherheit so kleine Eier, dass selbst eine Mikrobe an denen vorbeigehen könnte, ohne sie zu bemerken. Solltest vielleicht mal drüber nachdenken, du Fotze.